Dann können wir gleich hier nochmal ein paar Stufen 9 ansetzen. Und dann nochmal probieren, ob wir vielleicht diesmal mehr Glück haben. Na komm, nimm sie doch. Danke. Bin ich gerade blind? Wir haben doch noch. Ach ja, ja. Ich war blind. Genau. Gut. So, genau. Dann gucken wir jetzt nochmal nach diesem wunderbaren Kupfervorkommen. Das war ja hier ganz in der Nähe. Genau, Holle. Die Samen haben verschiedene Level. Du fängst erstmal an mit relativ niedrigen, meistens sowas um die 2, 3, 4 vom Level und kannst die dann weiter verbessern. Das heißt, du verbesserst dann aber nicht die Samen und tust die Samen irgendwo rein, sondern du erntest die Früchte. Die haben dann natürlich das Level der Samen. Und ja, dann kannst du die in diesen Brüter dort reintun. Dann werden dort mysteriöse Samen oder unbestimmte Samen draus mit dem gleichen Level der Frucht. Und die haben dann x Prozent an Drop-Chance für Samen von einem höheren Level. Und wenn du Glück hast, kommen dann halt genügend von dem höheren Level raus. Dann kannst du da ganz normal weitermachen, die einpflanzen und so weiter. Oder, wie das jetzt gerade bei mir war, du steckst ein kleines bisschen fest. Weil du halt gerade Pech hattest und nur eine Stufe 10 aus 160 Beuteln mit Stufe 9 rausgekommen sind. Dann ist das halt so. Ich meine, umso höher das Level ist, umso schwieriger wird es natürlich auch das Zeug dann auch zu bekommen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit dazu, das ist ja irgendwo auch klar. So. Wo schießt du es hin? Da drüben hin. Ja, das ist okay. Okay, passt nicht ganz. Dann machen wir hier mal. Ja, machen wir erstmal so. Okay, gut, das sieht ja schon mal gut aus. Ja, also das Bauen ist manchmal halt noch ein bisschen schwierig, weil du irgendwie überall hängen bleibst. Und das auch nicht so richtig schön ranklippt. Das ist also ein bisschen unglücklich, ja.
Ne, dann müssen wir den hier mal wegnehmen. Ja, holle, Inventar ist dauervoll in diesem Spiel. Kennt man ja auch von anderen Spielen so. Aber mir geht es auch gerade nicht um das Kupfer, was jetzt hier jetzt verloren geht, eventuell dadurch, sondern ich will ja eigentlich erstmal das Kupfer hier zu mir kriegen. Na, komm schon. Es ist ein Knauf. Das ist gerade wirklich ein bisschen nervig. Also du kannst halt nicht irgendwie... Jetzt dreht das wieder nach links. Nein, du sollst es einfach hier so und weiter. Ist doch nur wirklich nicht so schwer. Jetzt sind wir wieder zu weit weg. Auf. Also sonst hat eigentlich alles immer ziemlich gut so funktioniert im Rahmen und alles ist okay, aber hier ist es gerade nicht so. Ja, jetzt läuft es genau gegenläufig. Das ist ein bisschen sehr frickelig, ja. Weil du weißt halt nicht, ne, wann fängt er an, das hier endlich ranzuklippen im Baumodus. Also welchen Winkel brauchst du? Ist das jetzt hier der richtige? Mal gucken. Ja, das sieht jetzt gerade schon mal ganz schick aus. Immerhin. Genau, naja, jetzt läuft's gerade. Ja, du brauchst halt einen genauen Winkel, ansonsten wird das nichts. Jetzt hat er die dort oben hingebastelt. Wo ich sie auch bloß wieder nicht wegkriege. Hey. Thank you.
So. Au. Ja. So. Ich glaube, ich muss mal kurz ein bisschen was wegräumen, damit ich immer ein bisschen Holz mit ein... also hier Holz weglegen, damit ich ein bisschen Kupfer reinlegen kann. Okay, wir werden es wahrscheinlich noch ein kleines Stückchen länger machen. Und dann... Und dann... Machen wir dieses, jenes welches. Oh. Ah, das ist ein bisschen größer, als ich gedacht hätte. Kann ich das jetzt hier nicht irgendwie mal wieder mitnehmen? Ja. Uff. Ne, dann baue ich mal lieber hier noch sowas. Jetzt ein Magnetring, ja. Von Stardew Valley. Das wär's, das wär's. Ja gut, pass auf, dann machen wir... Ach, jetzt macht er das hier schon wieder anders. Ah, die Idee dahinter ist ja nicht schlecht, aber irgendwie ist das furchtbar. So, wenn du hier guckst, dann geht's wieder. Wenn du wieder so guckst, dann macht er es auf einmal wieder anders. Hm. Das geht besser. Aber vielleicht ändern sie da noch mal was. So. So. Nein. Okay, das wird gleich. Kleinen Moment. Oder auch einen längeren Moment.
Also man könnte sich, es wäre schon schön, wenn man noch ein kleines bisschen mehr Range hätte fürs Bauen. Das wäre schon nicht verkehrt. Ich wollte eigentlich die andere Wand wegmachen. Also entweder stelle ich mich heute an oder das ist ja alles irgendwie counterkomisch. So, setz das bitte hin. So, nimm das da drüben bitte weg. Doch nicht das da. Da unten drauf gucken. Da, da. Jetzt ist das falsch. Jetzt. Na, komm. Klippt's ran. Das fällt jetzt hier. Eigentlich müsste es hier runterfallen. Dann ist der Conveyor Belt 1 zu viel. Und dann hätten wir es. Schwein? Warum? Was machst du da drin? Okay, also wir haben jetzt schon den ersten, ja. Ja. Oh, ach, jetzt können wir hier sagen, was es ist, was es werden soll. Ja. Und jetzt kommt es hier drüben raus. Nice. Okay, dann machen wir uns jetzt hier noch eine schöne große Chest. Und dann haben wir's. Dann haben wir's endlich. Gut. Was kostet diese große Truhe? Können wir bauen? Ja, gut. Dann klatschen wir die jetzt dahinter. Nein. Steam, geh weg. So.
Sehr schön. Tja, und da das hier automatisch produziert und anscheinend sehr gut funktioniert, können wir dann einerseits das Ganze verkaufen und andererseits können wir es auch wieder eintauschen gegen Verbesserungen von uns. Ja. Ich habe eigentlich auf Max geklickt. Irgendwas ist halt. Ich bin irgendwie verhext heute. Geh dahin, geh dahin. So.